Heute sprechen wir darüber, wie du in Fremdsprachen besser wirst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur steht. Und ich wurde gerade hier auf Instagram mehrfach gefragt, Leo, kannst du mal nochmal was dazu machen, wie ich in Fremdsprachen besser werde? Und das wird jetzt hier kein kompliziertes so und so Lernstrategie für Sprachen, sondern vielmehr eine Mindset-Sache, ja? Weil, habt ihr schon mal gefragt, warum es Leute gibt, die sprechen Polisch, Polnisch, Griechisch, Hebräisch, Ägyptisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und was weiß ich alles noch und denkst dir, wie zum Teufel lernen das? Ich meine, klar, manche Menschen lernen zweisprachig auf und da fällt es ihnen alles ein bisschen einfacher, aber manche Menschen, da hast du das Gefühl, denen fliegen die Sprachen einfach zu und du hast vielleicht das Gefühl, du sitzt an deinem Schreibtisch und kriegst einfach nicht mal drei Vokabeln in deinem Kopf rein. Warum ist es so? Es liegt nicht daran, weil die andere Person so super schlau ist oder mit einer Gabe für Sprachen geboren ist und du einfach nur dumm bist und zu inkompetent, um dir irgendwas zu merken. Daran liegt es nicht, ne? Sondern es liegt einfach am Mindset, was dahinter liegt. Das bedeutet, die einen Personen denken sich halt, ist ja genau das, der gleiche Inhalt, nur halt mit anderen Worten ausgedruckt und gedrückt. Jetzt merke ich, ich spreche über Fremdsprachen, verliere dabei mein Deutsch, ist natürlich auch nicht so sinnvoll. Und was du dir meistens denkst, ist halt so ein, wow, ist eine komplett andere Sprache. Und das ist so ein Knackpunkt, den einfach so viele unterbewusst überhaupt nicht registrieren. Wenn du das Gefühl hast, ja mein Gott, es ist einfach eine andere Sprache und du hast einfach das Gefühl, du kannst die Sprache total einfach aufnehmen und adaptieren und sie ist schon zu einem gewissen Grad Teil von dir, noch bevor du sie gut kannst, dann wirst du keine Resistenz gegenüber den Vokabeln haben und du wirst sie einfach viel mehr aufnehmen und auch hier oben abspeichern. Wenn du aber das Gefühl hast, nein, ich spreche aber Deutsch, und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie hier super patriotisch ist und sich denkt, nur Deutsch ist die einzig wahre Sprache, so, sondern wenn man einfach das Gefühl hat, okay, Deutsch kann ich richtig gut, vielleicht auch von mir ist noch Englisch, aber die anderen Sprachen sind mir alle so fremd, ja, dann, das müsst ihr mal drüber nachdenken, da merkt ihr halt auch wieder, was Mindset in Bezug auf die Schule ausmacht. Ja, deswegen geht es bei uns um Coaching, um Traumabitur-Coaching zum Beispiel auch nicht nur darum, wie du irgendwie richtig lernst und so weiter, sondern ganz, ganz viel um dein Mindset. Weil jetzt zum Beispiel bei den Sprachen, ja, in dem Moment, wo dir eine Sprache fremd ist, was bedeutet Fremdsein? Fremdsein ist genau das Gegenteil von Identifikation, weil Identifikation bedeutet, das bin ich, und fremd ist immer alles andere. Schon mal drüber nachgedacht? Es gibt nur wie ich und es gibt anders. Was anderes gibt es ja nicht. Entweder es ist wie du oder es ist anders als du. Und die Dinge, die wie du sind, was auch immer du als wie du definierst, da gehört zum Beispiel auch die Sportart, die du machst, ja, du identifizierst dich mit der Sportart, die du machst, weil du bist zum Beispiel Volleyballerin. Ja, damit identifizierst du dich und deswegen ist für dich zum Beispiel auch überhaupt nicht schwer, Volleyball zu spielen. Und weil du diese Identität so stark vielleicht über Wochen, Monate, Jahre an Training aufgebaut hast, ist es für dich manchmal einfach auch schwieriger, zum Beispiel nicht Volleyball zu spielen, weil nicht Volleyball zu spielen, ist anders als du, weil du spielst ja Volleyball. Und nicht Volleyball spielen ist anders. Ja? Und genauso ist es zum Beispiel auch mit den Sprachen. Wenn du jetzt zum Beispiel Französisch hast, ja, ich zum Beispiel konnte mich nie mit Französisch identifizieren. Ich hatte nie das Gefühl, das ist meine Sprache. Was passiert dadurch? Ich sehe das nicht als Teil von mir, sondern als was anderes. Wie so ein Fremdkörper. Und fremde Dinge wollen wir nie in uns behalten, ja, weil ich das Gefühl habe, diese Worte gehören nicht zu mir. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass ich dumm bin oder dass ich keine Lust habe oder so weiter. Englisch zum Beispiel habe ich immer super einfach gelernt, aber Französisch halt immer super schwierig. Und es lag einfach nur daran, dass ich mir bei Englisch dachte, nee, Englisch finde ich cool, weil ich will ja auch irgendwie mit anderen reden und also auch mit internationalen Menschen. Ich habe mich schon immer als jemand gesehen, der irgendwie auch international was bewegen möchte. Deswegen war es in meiner Identität vollkommen logisch, dass ich Englisch spreche. So, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Leo quasi, also vor, als ich vielleicht 16 war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass Leo in 4 Jahren nicht richtig gut Englisch sprechen kann. So, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Warum? Weil ich es damals schon zu einem sehr weiten Teil zu meiner Identität gemacht habe, Englisch zu sprechen. Und dann ist mir natürlich auch die nächsten 4 Jahre und jetzt auch weiterhin mir super einfach gefallen, zum Beispiel einfach immer YouTube-Videos auf Englisch anzuschauen und so auch einfach mein Englisch immer weiter zu verbessern. Wohingegen mein Französisch wurde einfach nur immer schlechter, weil ich mir dachte, ich habe einfach keine Lust mehr, hoffentlich kriege ich das irgendwann weg. Ja, du bist die ganze Zeit schon in dieser Wegschieb-Mechanik. Und das ist jetzt auch der eine konkrete Tipp, den ich euch hier an dieser Stelle mitgeben möchte.
fragt euch mal bei der Fremdsprache, die ihr gerade lernt, identifiziert ihr euch mit der Fremdsprache oder nicht? Weil genau dieser Unterschied wird einen riesen Unterschied machen. Offensichtlich, weil es ein Unterschied. Thanks, Captain Obvious. aber wenn ihr das mal begriffen habt, dann werdet ihr zum Beispiel auch verstehen, warum dann die ganzen Symptome, die aus dieser Ursache, ob du es als Teil von dir oder nicht siehst, daraus resultieren. Ja, zum Beispiel ein ganz beliebter Tipp ist ja bei den Fremdsprachen, der auch wirklich extrem gut funktioniert, sich einfach sehr viel mit der Sprache zu umgeben. Ja, englische Videos anschauen, französische Musik hören, was auch immer. Nur, du wirst halt englische Videos anschauen, wenn du halt Bock auf Englisch hast, aber du wirst halt keine französische Musik hören, wenn du eh keinen Bock auf Französisch hast. Ja, deswegen, da ist es so wichtig, dass du es eben zu deinem eigenen machst und dann wirst du auch diesen Tipp, den ich zum Beispiel in anderen Videos oft gegeben habe, viel mehr umsetzen. Und auch deine Motivation zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich bin für die eine Sprache motiviert, aber für die andere nicht, dann liegt es meistens weniger daran, ob dir die Sprache selbst wirklich gefällt, sondern ob du eine Resistenz dagegen hast oder nicht. Wenn du anfängst, diese Resistenz wegzunehmen und zum Beispiel auch Französisch Teil von dir zu machen, was mir zum Beispiel jetzt immer noch voll schwer fallen würde, dann würde das einfach viel flüssiger funktionieren. Und es ist, weil das jetzt, glaube ich, noch eine abschließende Frage, die wichtig zu klären ist, ja, Leo, wie mache ich das denn Teil von mir selbst? Dazu musst du nichts physisch tun, ja, irgendwie ein französisches Buch essen oder was auch immer. Du musst einfach nicht nur bewusst dazu entscheiden, diese Sprache in dich zu lassen. Wirklich einfach zu sagen, nee, ab heute möchte ich einfach gut Französisch lernen. Ich bin jemand, der Französisch spricht. Ja, also quasi selbst diese Identität, dieses Selbstbild von dir entwickeln, dass du eine Person bist, die Französisch spricht. Und dann wird es normal für dich sein, musst du nicht in der Realität normal für dich sein, aber zumindest schon mal hier oben im Kopf, dass du eben Französisch sprichst. Und dann wird es dir viel leichter sein, fallen im Unterricht gut aufzupassen, die Vokabeln zu lernen, französische Musik zu hören oder was auch immer, dass du dich einfach viel mehr auf diese Fremdsprache dann schlussendlich auch einlässt. Wenn du in der Hinsicht merkst, okay, es geht irgendwie bei mir nicht nur um Fremdsprachen, sondern um viele, viele andere Mindset-Sachen, die mir noch sehr stark helfen würden, dann bräuchte ich auf jeden Fall auch einen Coach, der mir in der Hinsicht weiterhilft. Dann bewirb dich sehr gerne im ersten Link und in der YouTube-Beschreibung auf unser Traumabitur-Coaching. Das ist das beste Abitur-Coaching, was du dir irgendwo holen kannst. Deswegen klick da gerne drauf, bewirb dich. Mit ein bisschen Glück wirst du von uns angenommen und dann werde ich schon bald nicht nur deine Schule und deine Schulnoten aufs nächste Level bringen, sondern vor allem auch dein Mindset. Deswegen, ich freue mich, wenn du dich da bewirbst und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.